Terry, du findest dich anscheinend immer noch nicht ganz zurecht in meinem Haus. Dein Schlafzimmer ist gegenüber. Ich wollte nur mal eben sehen, wie es meinem neuen Geschäfts- und Ehepartner inzwischen so geht. Ich sehe dich ja kaum. Ach ja? Lassen wir es dabei. Dann öden wir uns auch nicht gegenseitig an. Obwohl du es offenbar darauf anlegst, mach die Tür zu, wenn du rausgehst. Du kannst mich nicht so eiskalt abservieren, Richard. Na gut, dann bleib hier. Aber mach um Himmels Willen keinen Lärm. Ich wach immer leicht auf. Darum geht es jetzt nicht. Mein Finanzberater ist nicht ganz so dumm, wie du denkst. Und er hat mir verraten, dass dein Finanzberater neuerdings Mittel investiert, die du nicht berechtigt bist anzurühren. Ist das klar? Du hast eine Menge ungenutztes, totes Kapital, Terry. Und das für dich arbeiten zu lassen, kann nur in deinem Interesse liegen. Oder in deinem Interesse. Und das ist, mich zu ruinieren. Oh, warum sollte ich das tun? Wir sind doch Mann und Frau, bis dass der Tod uns scheidet. Ich fürchte, Richard, du unterschätzt mich. Oh. Und träume süß.